Ja, willkommen zu einem neuen Video des JavaFX-Kurses. Dieses Mal geht es um Drag and Drop. Das ist halt, man klickt mit der Maus wohin, hält gedrückt, zieht und dann hat man quasi so etwas gemacht, wie wenn ich hier mal den Firefox öffne und dann hier diese URL kopiere, kann ich sie hier bei Eclipse einfach reinziehen, ohne auf Copy und Paste und so drücken zu müssen. Das ist halt Drag and Drop. Und heute fangen wir damit an. Wieso nur damit anfangen? Naja, in JavaFX ist das recht umfangreich. Deswegen halte ich es für besser, jetzt euch erstmal zu zeigen, wie man das hinbekommt, dass man beispielsweise hier den Text aus dem Label mit der Maus ziehen kann und irgendwo anders einfügen. Und nächstes Mal geht es dann darum, wie man beispielsweise bei einem Textfeld Text reinziehen kann und dann wird der halt auch übernommen. Also gut, heute das Ziel. Wir haben hier eine Anwendung mit diesem Label, wo drücke eine Taste steht, noch vom letzten Mal. Und wir wollen jetzt mit der Maus draufklicken können, ziehen und dann wollen wir hier diesen Text reinziehen können, dass dann da am Ende drücke eine Taste steht. Das geht folgendermaßen. Wir wollen, dass wenn wir das Label ziehen, also wenn wir einen Drag starten, dann soll eben dieser ganze Prozess mit dem Rüberziehen oder Drag and Drop halt starten. Das geht mit l.setOnDragDetected. Das passiert halt, wenn dieser Drag eben startet. Und hier kommt dann ein Event-Händler rein. Der braucht ein Maus-Event als Typparameter, importieren und fehlende Methoden reinbauen. Und jetzt gibt es Folgendes. Es gibt auf jedem Node eine Methode, die nennt sich StartDragAndDrop. Und das leitet quasi diesen ganzen Prozess vom Nehmen und Rüberziehen und Loslassen ein. Und hier gibt es sogenannte Transfer Modes. Ein Transfer Mode ist für uns im Moment tatsächlich gar nicht so wichtig. Man nimmt da meistens einfach Any, weil meistens, beziehungsweise eigentlich in ungefähr jedem Fall, den ich bisher erlebt habe, ist Any am besten. Weil sonst kann es passieren, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren, wie man sie erwarten würde. Wenn man das jetzt so hat, dieses l.startDragAndDrop, dann kann man hier schon mal diese Anwendung nehmen, auf das Label gehen, ziehen und ja, es passiert nichts. Das ist ja gar nicht so gut. Wie sorgen wir dafür, dass etwas passiert? Das tun wir, indem wir diesem Drag and Drop quasi Daten mitgeben. Und zwar die Daten, die wir hier haben, ist in diesem Fall der Text, drücke eine Taste. Wie geben wir jetzt aber Daten mit? Dafür gibt es zwei Klassen, und zwar einmal das Dragboard. Das Dragboard ist so ähnlich wie Clipboard, also die Zwischenablage, da kommen wir auch noch zu. Und zwar da kommen die Daten rein, da werden die Daten zwischengespeichert, die man halt gedragt hat und die man halt auch droppen will. Und dieses Dragboard bekommen wir von dieser Start-Drag-and-Drop-Methode, sieht man hier. Also Dragboard-DB zum Beispiel. Das ganze Ding importieren. Und dann gibt es noch eine Klasse, die nennt sich Clipboard-Content. Das beschreibt sozusagen, was wir denn in dieses Dragboard an Daten reintun wollen. Content ist gleich New Clipboard Content, das erzeugen wir uns einfach hier so. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, hier kommen irgendwelche Daten in Clipboard Content speichern. Also hier kommen die Daten da rein, das gucken wir uns gleich nochmal kurz an. Und dann sagen wir, wir wollen jetzt die Daten von dem Dragboard auf diese von uns eben erzeugten Inhalte setzen, also db.set. Content, Content.
oder hier halt unseren Clipboard-Content. So, wenn wir das jetzt nehmen, können wir jetzt vielleicht schon das Label nehmen. Nein, können wir leider immer noch nicht. Das geht also scheinbar erst, sobald man hier Daten reingespeichert hat. Dann speichern wir doch mal Daten hier in diesen Content. Also content.set, set geht scheinbar nicht, put geht aber. Wir haben hier alle möglichen Möglichkeiten. Wir können eine URL reingeben, wir können ein Bild reingeben, wir können einen String reingeben und alles mögliche mehr. Wir können Dateien reingeben, zum Beispiel wenn wir kopieren wollen oder sowas. Und was wir jetzt hier brauchen, ist einfach der String. Und jetzt tun wir hier eben den Text von dem Label rein, also l.getText. So. Und wenn wir das jetzt so machen, haben wir tatsächlich schon unseren Drag aus unserer Anwendung fertig. Wir können hier auf das Label klicken, ziehen. Wir sehen, hier kommt jetzt dieses Verboten-Zeichen. Aber wir haben das schon mal immerhin bekommen. Wir ziehen also jetzt scheinbar. Und wenn wir hier über ein Textfeld halten, dann kommt hier dieses Loslasszeichen quasi und wir können loslassen und dann haben wir hier drücke eine Taste. Wir könnten hier auch jeden beliebigen Text reingeben. Also wir haben jetzt gesehen, wie man feststellt, wenn denn quasi gezogen wird und wie man Daten in dieses Dragboard tut und dass das eben halt auch anwendungsübergreifend funktioniert. Also das funktioniert nicht nur in der eigenen JavaFX-Anwendung, sondern für alle Anwendungen, die eben Drag and Drop unterstützen. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns im nächsten Video darum, wie wir es hinbekommen, dass wir zum Beispiel auch in ein Textfeld einen Text reinziehen können und dann der eben in das Textfeld reingefügt wird. Aber wie gesagt, das erst im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.